Wenn du nicht von Altara bist, warum schaltest du nicht diesen verdammten Überwachungssatellitenturm ab, anstatt in meine Basis einzudringen? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero im Experimental Branch. Meine lieben Freunde, ich habe jetzt einfach mal dafür gesorgt, dass wir eine Seebahn am Start haben, gleich am Anfang, damit wir hier an der Stelle schneller von A nach B kommen. Ich habe mir jetzt auch mal ein bisschen die Grundausrüstung mal schnell zugelegt, mal eben schnell nebenbei locker aus dem Handgelenk. Denn ich möchte jetzt mal schauen, dass ich wirklich jetzt mal so die Storypunkte, die wichtigen, nochmal ja hintereinander weg, möglichst schnell in einem Rutsch quasi abarbeite. Da wäre zum einen jetzt natürlich der Allen, den wir jetzt einfach nochmal aufnehmen. Dann zum Rocket Island die erste Margaret-Szene triggern. Dann von Rocket Island zur Margaret Base und die zweite Margaret-Szene triggern. Die sind ja schon in Reihenfolge. Das merkt man ja schon am Dialog auch, dass sie dann einen warnt von wegen, ja, ich habe dich doch darauf hingewiesen, mir nicht zu folgen und solche Sachen. Und dann nochmal zu dieser isolierten Basis zu gehen, da wo wir da schon mal waren, wo diese vielen Samen drin gewesen sind, um einfach die neue, die dritte Margaret-Szene zu triggern. Komm zu Papa, Allen. Fremde Einrichtung, Energieversorgung kritisch. Ja, das ist wieder nicht mehr vertont. Hast du mich gerade hier eingesperrt? Was soll das? Suche nach Notfallspeichermedium. Ich kann dir besser helfen, wenn du dich mir zeigst. Wenn wir uns zeigen könnten, bräuchten wir kein Speichermedium. Du meinst, du hast keinen Körper? Bist du einer von ihnen, einer Bauer? Speichermedium gefunden. Wir sind verloren, wenn wir keinen neuen Wirt finden. Hilfst du uns? Klar. Kannst du meinen PDA als Speicher benutzen? Gehörst du nicht zu der Gruppe, die zuletzt hier war? Deine kybernetischen Komponenten tragen ihr Signal. Alter, nö. Meine Ausrüstung ist ausgeliehen. Es wird reichen müssen. Okay. Scheinbar auch an der Stelle ein komplett neuer Dialog. Wie lange warst du hier gespeichert? Länger als oft? Energieversorgung kritisch. Unsere Daten können an der Konsole heruntergeladen werden. Wir können uns weiter unterhalten, wenn du die Übertragung abgeschlossen hast. Okay. Ja gut, ich beeile mich. Alles klar. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit. Hat sich also auch ein bisschen was geändert wieder. Da war die Kamera kurz ausgerastet. Also wir sehen, auch da wird nochmal neu vertont. Fremde Einrichtung, Speichermedium akzeptiert. Auf Übertragung vorbereiten. Cry of Alarm Pain, herrlich. Was passiert hier? Übertragung beginnt. Schön, wie wir quasi dialogtechnisch wieder bei Null angefangen haben jetzt mit allem. Wie fühlst du dich? Warum klingst du, als wärst du in meinem Kopf? Die Einrichtung hat geeignete Kapazitäten in deiner Großhirnrinde gefunden. Du bist in meinem Kopf? Du solltest in meinem PDA. Verschwinde! Oh nein, unterscheidet ihr etwa zwischen kybernetischen und organischen Komponenten? Haha. Mein Gehirn ist keine Komponente. Du klingst verärgert. Wir geben dir etwas Zeit, um es zu verarbeiten. Wage es nicht und schalte auf stumm. Hallo? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, niemals. Das ist die Erklärung. Die Erkältung, hätte ich mir dann gesagt. Das ist die Erklärung. Okay. Weißt du Bescheid? Wir haben jetzt einen Alien im Kopf. Er hat sich aber noch nicht so wirklich, also es ist ein bisschen, es läuft ein bisschen anders ab als beim letzten Mal. Also so rein von der
Ah, ein seltsamer Vorfall. Mal gucken. Als ich auf einen Notruf geantwortet habe, hatte ich ein neurologisches Erlebnis. So kann man es auch beschreiben. Ich wurde ohnmächtig, ich hörte Stimmen. Vielleicht gibt es ein Problem mit meiner Tauchflasche oder ich habe was Falsches gegessen. Ah, das ist der Text, den ich euch schon mal auf Englisch vorgelesen habe. Nur jetzt ist er auf Deutsch. Vielleicht war es auch mein PDA. Ich hasse den Gedanken, dass Cal recht hatte. Aber ich hätte ihn umtauschen sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Es fühlt sich so real an. Es klang so dringend, wie diese Stimme, dieses fremde Wesen war wirklich in Schwierigkeiten. Es brauchte mich. Warum sollte mich irgendwer oder irgendetwas brauchen in diesem Moment? Man müsste schon ziemlich verzweifelt sein. Ah ja. Wir verstehen, dass diese Vereinbarung für dich unangenehm ist. Du bist nicht real, hau ab. Dafür bräuchten wir einen geeigneten Körper zur Übertragung. Warum sagst du dauernd wir? Wer bist du und wenn ja, wie viele? Wir empfinden uns nicht als verschiedene Individuen. Aber wenn es dir lieber ist, kann ich den Singular verwenden. Huch, was denn jetzt? Jetzt häng ich hier fest. Macht eine Pause und erkennt den Sarkasmus. Achso, hab ich verpennt. Gut, Stimme in meinem Kopf. Sagst du mir nun, wer du bist oder nicht? Ihr kennt uns, ihr nennt uns Erbauer. Die Fremden? Wir wurden in dem Kara-Erreger infiziert. Ich wurde hierher geschickt, um nach einem Impfstoff zu suchen. Aber das muss Jahrtausende her sein. Mein Körper war infiziert, bevor ich meine Arbeit beenden konnte. Ich habe mein Bewusstsein in den Speicher übertragen. Alles klar. Also warten Sie immer noch auf eine Heilung zu Hause, wo du herkommst. Das weiß ich nicht. Wie ist dein Name? Da wir verbunden sind, könntest du deinen Zuchtcode an meine Artbezeichnung anhängen. Bitte nenn mich LN. Mein ganzes Leben wollte ich um jeden Preis einen intelligenten, raumfahrenden Außerirdischen so nahe kommen und du sagst mir, dein Name ist LN? Ist das unzureichend? Nein, es ist gut. Es ist perfekt. Wie ist dein Name? Ich bin Robin. Rob-Ann? nah dran. Rob-Ann. Sag mir, Ellen, wie können wir voneinander getrennt werden? Das ist eine gute Frage. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich mehr Informationen habe. Das ist auch eine schöne Antwort, wenn so eine Frage in Beziehungen aufkommt. Sag mir, Schatz, wie können wir voneinander getrennt werden? Diese Antwort, wenn ich die nötigen Informationen habe, komme ich auf diese Frage zurück. Sehr gut. Jetzt habe ich mich total verfranst. Ich wollte eigentlich gerade zu Rocket Island, genau. Ich habe es wieder total verpennt. Man soll einfach nicht gleichzeitig lesen und fahren. Das geht einfach nie gut. Das ist einfach nur... Das funktioniert nicht. Versucht es gar nicht erst. Also ich sollte es gar nicht erst versuchen. Ich krieg das meistens nicht hin. Genau, jetzt triggern wir die erste Margaret-Szene. Mit dem modifizierten Krebsanzug auf der Insel. Danach triggern wir die zweite Margaret-Szene. Und dann fahren wir direkt zur dritten Location und versuchen die dritte neue Szene zu triggern. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich vor der dritten Szene noch was anderes triggern muss. Wir werden es ja sehen. Wenn ich die Tür diesmal aufkriege, müsste ich ja alles richtig gemacht haben. Weil einige haben mir wirklich schon geschrieben, dass bei ihnen da an der Base jetzt Margaret unterwegs ist. Und dass da eine neue Szene mit ihrem Haustier gibt. Das haben halt mehrere Leute schon gesagt. Allerdings weiß ich, wie gesagt, immer noch nicht, was ich da jetzt genau für Voraussetzungen erfüllen muss, damit ich diese dritte Szene aktivieren kann. Das ist so das Ding. Ich versuche jetzt einfach mal alles in Reihenfolge zu aktivieren. Von dem ich glaube, dass es dazugehört zu dieser Storyline. Es kann aber durchaus auch sein, dass ich vorher noch was anderes machen muss. Man weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch die zweite Margaret-Szene oder die erste jetzt nochmal ein bisschen anders. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken jetzt. Erstmal schnell hier rein, damit ich nicht erfriere. Hier ist nämlich kalt. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt nochmal eine kleine Änderung an der Margaret-Szene hier jetzt haben. Oder ob die jetzt noch gleich ist. So viel, wie sich in letzter Zeit ändert, würde es mich nicht wundern, wenn diese Animationen und Szenen, Zwischensequenzen, wenn die sich auch alle nochmal ändern würden.
Das würde mich ja überhaupt nicht wundern. Müsst du hier bleiben? So. Genau, hier kann ich noch diesen Erdscanner scannen, aber ja gut. Der ist eigentlich unwichtig. Nehmen wir mal noch. Ah! Nehmen wir mal noch ein bisschen Schwefel mit. Okay, irgendwie geht's nicht. Keine Ahnung warum. Kupfer! Kupfer ist immer gut. So, hier müsste es jetzt gleich triggern. Ich denke mal den Scanner weg. Ja. Da ist er. Sehr gut. Ich gehöre nicht zu Altera. Dann ist deine Lage doppelt gefährlich. Was meinen Sie? Wenn du die Wahrheit sagst, bist du verrückt. Wenn du lügst, wirst du es bitter bereuen. Warten Sie, wer sind Sie? Bleib weg von meinem Land. Alles klar. So, da haben wir die Szene getriggert. Ich will nochmal gerade schauen, ob hier noch was anderes ist. Es scheint, dass ich auf diesem Planeten gar nicht so allein bin, wie ich erwartet habe. Oh, guck mal, die Base ist noch kleiner geworden jetzt, oder? Oh, hier liegt jetzt ein PDA. Forschungsstation 0. Willkommen in Ihrem Zuhause, weit weg von zu Hause auf 4546B. Diese Broschüre führt Sie durch Ihre neue Unterkunft. Zur Orientierung. Der Sektor 0 erstreckt sich über 2 Quadratkilometer Ozean und befindet sich in der Nähe des Äquators des Planeten. Ungewöhnliche Umweltbedingungen halten dieses Gebiet in nahezu dauerhaften Winter, der von extremen Wetterereignissen unterbrochen wird. Aus unbekannten Gründen wurde es von dem Erbauer als Dreh- und Angelpunkt für ihre Anlagen ausgewählt. Seit der Freisetzung des Enzyms 42 in das Ökosystem floriert das Leben in der Region. Das ist übrigens eine interessante Information hier. Einige haben schon so gesagt, ja, was nützt eigentlich ein Kompass am Pol eines Planeten? Man hat ja dann quasi ständig Norden eigentlich, oder der Kompass müsste eigentlich durchdrehen oder so. Aber hier wird ja gerade geschrieben, er befindet sich in der Nähe des Äquators, der Sektor 0, wo wir hier gerade sind. Das heißt, der Kompass funktioniert trotzdem. Es ist ja nicht gesagt, dass nur die Polkappen eines Planeten Eisflächen haben. Es kann ja durchaus auch sein, wenn ein Planet eine bestimmte Umlaufbahn hat oder so, oder wie hier jetzt geschrieben wird, ungewöhnliche Umweltbedingungen, ja, dass es auch mal an anderen Stellen Eis geben kann. Ja, das ist ja nicht gesagt, dass nur weil hier Eis ist, dass wir uns hier an den Polen befinden. Ja, das ist jetzt so das Ding. Genau, Forschungsstation 0. Sie wurden in die Hauptbasis des Sektors versetzt, die sich auf einer großen Eiskappe im Westen direkt unterhalb der fremden Hauptforschungseinrichtung befindet. Von hier aus erforschen die fremden Kommunikationseinrichtungen und Technologien und führen Missionen zu unbemannten Anlagen in anderen Bereichen des Sektors durch. Genau. Unterkunft für 3 bis 6 Personen, vollständige Wissenschafts- und Technikabteilung, Freizeit- und Sporteinrichtung, großes Gewächshaus und Wasserfilteranlage zur Selbstversorgung, Abteilung zur Wettervorhersage, Krebsdock. Ich schätze mal, mit Krebsdock ist der Teil gemeint, wo Margaret untergekommen ist. Weil in allen anderen Bereichen gibt es eigentlich keinen Krebsdock. Es sei denn, es ist diese andere Base gemeint. Es kann auch sein, dass diese andere Base gemeint ist, wo wir früher mal gestartet sind. Da gibt es ja auch so eine Art Dock. Oh mein Gott. Broschüre, Forschungsstation 0. Emanuel. Fred, schön dich zu sehen. Komm rein. Du hast nichts dagegen, wenn ich das hier aufzeichne, oder? Bin ich in Schwierigkeiten? Nein, du kennst mich. Ich lege nur Wert auf Details und mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Ich weiß, wie das ist. Gut, dass... Hast du deshalb deinen Kollegen so viele Fahrten angeboten, nachdem wir dich gebeten haben, sie zu reduzieren? Also bin ich in Schwierigkeiten. Ich möchte nicht, dass du es so betrachtest. Ich sehe das so. Du bist ein Teamplayer. Du möchtest die Arbeit erledigen. Das ist auf jeden Fall neu hier. Fred, ich denke, ich habe eine gute Personalakte. Emanuel, du möchtest, dass die Leute dich mögen. Fred, hat sich jemand beklagt? Emanuel, Fred, das Problem ist, nicht jeder ist so zuverlässig wie du. Wir vertrauen natürlich allen, aber manchmal brauchen die Menschen Hilfe, um dort zu sein, wo sie hingehören und sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Fred, alle Ausflüge hatten was mit der Arbeit zu tun. Emanuel prüft einige Dateien. Es sieht so aus, als hättest du Lil ziemlich weit von ihrer Basis weggebracht. Fred, sie musste in die Tiefe, sie brauchte eine Seebahn.
Emanuel, Ihre Arbeit befasst sich derzeit mit Anlagen an der Oberfläche. Sie muss nicht einmal im Wasser sein. Keine Freundschaftsdienste mehr, verstanden? Jawohl, Chef. Ich sag's noch einmal. Nenn mich Manu. Okay. Lach gequält. Ich glaube, das ist ein versteckter Hinweis darauf, dass wir die Fragmente von Seebahnen... Dass wir die Fragmente von einer Seebahn in der Tiefsee finden. Also da, wo das Deep Twisty Bridges Biom ist. So, hier haben wir wieder den Funkmast, der ja wieder kaputt ist. Oder immer noch. Und hier haben wir, ja, das mit den Raketen. Ich frage mich halt, ob die doch nochmal irgendwie wichtig werden. Auch nach diesen ganzen Änderungen. Oder ob die Raketen jetzt erstmal unwichtig bleiben. Ja, momentan scheinen sie ja... Also sie sind immer noch da. Es sind halt einige Sachen immer noch da. Das muss aber nicht heißen, dass es noch irgendwie relevant ist. Die Startbase ist ja auch noch da. Sie wurde nur verlegt. Also die ehemalige Startbase. Ich glaube, ich nehme mir mal hier so ein paar Früchte mit. Da kann ich gleich mal ein bisschen mein Zeug auffüllen hier. Mein Wasser und mein Essen. Ja. Müssen wir nicht so viel rumdengeln. So, ich würde sagen, wir haben jetzt die erste Margaret-Szene gesehen. Wir machen uns jetzt direkt auf den Weg hin zur zweiten Margaret-Szene. Und ich hoffe mal, ich überspringe nicht irgendwas, was kritisch ist. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das alles passen müsste eigentlich. Normalerweise. Bin gespannt, ob die zweite Margaret-Szene sich jetzt auch nochmal verändert hat. Weil irgendwie... Also, wenn sie plötzlich an einer anderen Location ist, wenn sie plötzlich da in dieser zweiten Basis auch auftaucht, dann muss man ja irgendwie... gefährliche Vettel ziehen auf. Gefährliche Wetter! Schnell weg! Gefährliche Vettel ziehen auf, ja genau. Da muss sie ja da irgendwie hingekommen sein. Also ich überlege auch gerade, ehrlich gesagt, ob ich vielleicht einfach mal auf die Reihenfolge pupse. Eine mysteriöse Fremde, ah, mal gucken. Ich habe eine sehr ungewöhnliche Frau getroffen. Was zur Hölle macht sie hier? Sie hat ein Exoskelett und es ist schwer bewaffnet. Aber sie liegt davon. Kaum, dass sie Hallo gesagt hatte, wie ein aufgeschrecktes Huhn. Harte Schale, weicher Kern. Sie sagte, ich soll mich von ihr fernhalten oder von ihrem Land. Was bei diesem Schneematschklumpen von Planeten beschützt sie? Ich frage mich, ob Sam sie getroffen hat. Ah, Ellen meldet sich wieder. Wer war das? Keine Ahnung, aber ich bin neidisch auf ihren Krebs. Das klingt komisch. Ich hoffe, du gehst ihr in Zukunft aus dem Weg. Das scheinst du mir gemeinsam zu haben. Hat sie dir Angst gemacht? Wenn dir irgendwas passiert, dann bist auch du in Gefahr, ich weiß. Nach allem, was ich weiß, bin ich der Letzte meiner Art oder der Letzte, der helfen kann. Sie ist ziemlich gut bewaffnet und sie hat nicht auf meinen Notruf geantwortet. Nun, ich glaube nicht, dass du das persönlich nehmen solltest. Ich fahre mal spaßenshalber zuerst zu der Eisscholle. Also, von der Dialogreihenfolge her, müsste jetzt eigentlich das in der Base kommen. In der Moonpool Base. Oh. Oh, guck mal, das ist neu. Das kenne ich noch nicht, diese riesige Struktur hier. Das muss neu sein. Ich muss mal irgendwie ein bisschen beschleunigen hier. Das ist gerade ein bisschen... Die knabbern mich gerade ein bisschen sehr an hier alle. Und ich muss gleich mal reparieren, ne? Wir fahren jetzt erstmal zu den Eisklumpen. Ich will jetzt mal wissen, ob hier jetzt irgendwie sich nochmal was verändert hat. Fahre ich gerade richtig? Ich glaube, ich fahre gerade etwas leicht falsch. Hey, warte mal, was ist das? Das ist hier... Okay, das sind die Eisberge, aber das sieht sehr merkwürdig aus. Muss mal kurz ein bisschen auftauchen. Ah ja, okay. Ja, hier sind wir aber richtig, glaube ich. Okay, warte. Muss mal reparieren. Es ist doch sehr, sehr beschädigt worden, meine Seebahn.
Ich will einfach mal schauen, ob wir dort jetzt schon irgendwas triggern können. Oder vielleicht auch nicht. Und wir vielleicht doch erstmal zu der anderen. Also wie gesagt, von der Dialogreihenfolge her müsste erst das in der Moonpool Base kommen. Aber die muss ja dann da nach dem Dialog dann auch irgendwie verschwinden und wegkommen erstmal. Also die muss ja, also sie verschwindet ja, wenn ich neu lade, davon mal abgesehen. Aber sie läuft ja nicht sichtbar weg. Oder verzieht sich da irgendwie. Von daher, ja, müssen wir mal gucken. Also, ich bin sehr gespannt. Und hier kann es sein, dass sich das hier auch alles nochmal ein bisschen geändert hat. Sieht alles leicht anders aus hier. So, ich glaube, dieser Teil mit der Base, dieser Eisberg, der war da hinten. Da so ein bisschen so voraus. Hier kann man wunderbar jetzt mit dem Krebsanzug rauflaufen. Es ist ja auch am Anfang die einzige Möglichkeit, um überhaupt irgendwie an Land zu kommen, ohne zu erfrieren. Man hat ja vorher noch keinen Kälteanzug. Das müsste es eigentlich sein hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Komme ich da jetzt rein, ist die Frage. Oh, da liegt ein PDA davor. Margaret Maidas Gartentipps. Lol. Ich bin überrascht, dass Margaret sich in Gartenarbeit beschäftigt. Okay, also die haben auf jeden Fall schon mal vorgesorgt, falls man zuerst hier hingeht. Aber scheinbar die Tür geht nicht auf, also da komme ich nicht rein. Da muss ich wohl doch die andere Szene vorher noch triggern. Alles klar. Wissen wir Bescheid auf jeden Fall. Steig mal ein. Na, jetzt. Margaret, die Gärtnerin. Ich bin überrascht, dass Margaret sich in Gartenarbeit tätigt, ja? Das haben wir gerade schon. Margaret Maidas Gartentipps. Das sind ja wahnsinnige Gartentipps. Ich würde lieber Leviathane jagen. Das ist ja unglaublich. So wahnsinnig tolle Gartentipps habe ich ja noch nie gelesen. Das ist ja der Hammer. Jetzt bin ich schlauer, was Gartenbau angeht, auf jeden Fall. Aber eine neue Szene war das jetzt noch nicht. Aber wir haben immerhin schon mal einen neuen PDA gefunden. Den es vorher dort nicht gab. Also ist das offensichtlich ihr Gewächshaus. Da scheint sie offensichtlich ihre Nahrung anzubauen. Aber ist das nicht eigentlich mega unpraktisch, wenn man mal so drüber nachdenkt? Also ich meine, die Leute hier haben ja genau wie ich, wenn sie einen Konstruktor haben, also so ein Bautool, haben sie ja eigentlich alle die Möglichkeit, sich überall Räume aufzubauen. Warum macht man dann die Locations für die Nahrungsproduktion und den eigenen Wohnraum so weit auseinander? Wäre das nicht viel schlauer, das alles eigentlich so an einem Ort zu haben, dass man nicht 100 Kilometer fahren muss? Man könnte meinen, es hat Gameplay-technische Gründe, dass diese Orte so weit auseinander liegen, damit der Spieler auch einen Grund hat, irgendwo hinzufahren. Und jetzt werden einige sagen, ja Moment mal, beim ersten Teil gab es auch verschiedene Locations, die auch alle auseinander lagen. Ich weiß nicht, da hatte ich nicht das Gefühl gehabt, dass die so krass verschiedene Zwecke hatten. Irgendwie. Also da hatte ich mehr so das Gefühl, dass es halt aufteilungstechnisch einfach Sinn ergeben hat. Zum Beispiel bei den Degasi. Die hatten halt Basen an der Oberfläche auf den Inseln. Oder auf der einen Insel. Um halt die Inseln zu erforschen. Und dann halt Stützpunkte unter Wasser, um bestimmte Gebiete unter Wasser zu erforschen. Aber die Nahrungsversorgung war eigentlich nie getrennt davon, meine ich jetzt. Es ist ein bisschen komisch, sagen wir es so. Es ist ein bisschen, ich will jetzt nicht irgendwie zu sehr kritteln, aber es ist ein bisschen unlogisch. Es ergibt keinen Sinn. Irgendwie. Also wenn ich Margaret wäre, würde ich mir einfach einen Mehrzweckraum neben ihrer Base aufbauen und würde dort einfach mein Gemüse züchten. Aber gut, vielleicht muss es auch wegen Sonnenlicht dann an der Oberfläche sein. Wobei wir ja eigentlich wissen, dass in Subnautica, dass die Pflanzen da kein Licht brauchen, um zu wachsen. Ist alles ein bisschen komisch. Was sind denn das hier für komische Teile eigentlich? Das will ich mir mal gerade. Hey, das kann ich scannen. Metallschrott.
Losgelöstes Wrackstück. Eine Analyse bestätigt, dass dieses Wrackteil von der Aurora stammt? Oh, es gibt wieder den üblichen Metallschrott. Aber es ist immer noch der alte Text. Das ist ja interessant. Haben sie ihn jetzt wieder drin, ja? Dass man schneller an Titan rankommt wahrscheinlich. Nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir wieder... Dass wir wieder hier den Zugang jetzt finden zu Margaret's Base. Das ist, glaube ich, Schrott von den Wracks, die da abgestürzt sind. Aber es ist schon irgendwie auch interessant, ne, wie viele Wracks dann hier in diesem Gebiet auch rumliegen. Also, da müssen ja offensichtlich sehr viele Altera-Schiffe oder Schiffe von anderen Raumfahrtorganisationen abgestürzt sein in der Gegend. Oder auf dem Planeten. Also da ist ja wohl die Aurora dann in bester Gesellschaft. Gibt da ja scheinbar mehrere, die da das Pech hatten. Gerade hier in dieser Gegend. Ich meine, wie viele Wracks alleine hier rumliegen, ist ja schon heftig. Ist das hier irgendwas Wichtiges? Ich geh weg. Lass mich. Hör auf, mir Sachen zu schenken. Schenk mir nichts. An der Stelle, genau, apropos schenken und so. An der Stelle übrigens auch mal frohe Ostern an alle, die immer hier so gerne die Folgen schauen und mir immer Tipps geben und in den Kommentaren immer schreiben und so. Frohe Ostern an euch alle da draußen. Der absolute Wahnsinn, meine lieben Freunde. So, hier sind wir jetzt auf dem Weg zu Margaret's Base und dann gucken wir mal, ob wir dort jetzt nochmal eine neue Szene triggern. Ich bin gespannt. So, die müsste auch gleich auftauchen eigentlich. Da links irgendwo müsste es... Was? Oh ja. Ja. Ich vergaß, dass ich ja eine Seemotte habe, die nur ein Stufe 1 Tiefenmodul hat. Huch, oh Gott. Wieso ist hier Wasser? Es ist irgendwie wieder ein bisschen komisch mit der Seebahn. Ich glaube, das hintere Abteil zählt schon wieder nicht so richtig. Das ist ein bisschen so ähnlich, als wäre das gar nicht dran. So, da ist Margaret's Base. Ich habe doch gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen, genau. Kann man sie eigentlich schon von oben sehen? Nee, kann man nicht. Auch merkwürdig. Hast du eine Ahnung, wie viele Anwälte hinter mir her sind? Woher sollte ich? Sie haben ihren Namen nicht genannt. Der kostet dich was, wenn du ihn wirklich wissen willst. Komm mich besuchen. Okay. Hä? Das ist auch so geil. Komm nicht hinter mir her. Und dann auf einmal, ja, wenn du meinen Namen wissen willst, dann besuch mich. Ein Standardmodell des Krebs-Exoskeletts, genau. Naja, gehen wir mal rein, ne? Wir müssen die Szene ja eh triggern. Wusch. Mundgeruch. Ich hab dir gesagt, du sollst dich von meinem Land fernhalten. Haben sie einen Pirscher gezähmt? Beim nächsten Mal lasse ich ihn dich in Stücke reißen, Altera. Ich gehöre nicht zu Altera, ich bin Robin Ayu. Ich suche nach Informationen über meine Schwester Sam. Kannten Sie sie? Blödsinn, ich schlage vor, du nimmst dir genug Zeit, um zur Besinnung zu kommen und verschwindest dann von meiner Basis. Okay, wenn du nicht von Altera bist, warum schaltest du nicht diesen verdammten Überwachungssatellitenturm ab, anstatt in meine Basis einzudringen? Überwachungssatellitenturm? Danach können wir uns vielleicht unterhalten. Ah, okay. Oh, guck mal, der Ablauf ist jetzt anders. Also die Szene ist anders jetzt definitiv. Sie spricht erstmal nicht, also der Text ist verschwunden. Sie läuft jetzt raus, anstatt sitzen zu bleiben. Und ich kann den Schneepirscher scannen. Ein bärenähnliches Landtier, das in Rudeln jagt und auf Schnee eine beachtliche Geschwindigkeit erreichen kann. Bärenähnlich? Was? In welchem Universum? Unglaublich. PDA. Margaret's Tagebuch. So weit draußen auf See war das Zurückschwimmen an Land unmöglich. Ich konnte nicht mehr tun, als so lange zu überleben, bis ich irgendwo angespült werde. Ich habe ein Messer,
ein Reparaturwerkzeug und 3 Liter Wasser. Durst und Seeungeheuer würden mich also nicht umbringen, aber der Hunger. Während ich beides bekämpfen würde, ich brauche Auftrieb. In diesem Moment spüre ich, wie etwas meinen Fuß berührte. Ich sah nach unten, aus der Tiefe kam ein riesiges Maul auf mich zu. Oh Gott, das ist bestimmt Deep Twisty Bridges oder so. Das kommt mir sehr bekannt vor. Mit etwas erwischt mich am Fuß und du lässt mich nicht durch, wa? Du kleines Schweinchen lässt mich nicht durch. Er lässt mich nicht durch. Oh Gott, nein, ich hänge an seinem Schwanz fest. That's what she said. Lass mich zu Frauchen. Los. Aus. Pfui. Okay. Also, wir haben aber auf jeden Fall jetzt schon mal den Hinweis bekommen, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Also, wir sollen einen Funkmast jetzt deaktivieren tatsächlich. Also, wir sollen Sabotage betreiben. Guck mal, hier sind auch Bauteile. Aber leider nichts, was man scannen kann. Als Schrott. Aber, ha, Moment, ich kann den... kann das Tauchdock scannen. Da war ja was. So. Fahrzeugerweiterungskonsole. Genau, die haben wir automatisch bekommen. Es haben auch nochmal einige gesagt, ja, die bekommst du automatisch, wenn du das Tauchdock scannst. Alles gut. Ja, aber welcher Funkmast ist denn da jetzt gemeint? Also es gibt ja mehrere jetzt eigentlich. Also es gibt ja... es gibt ja einen auf Rocket Island. Der funktioniert ja eh nicht. Der muss ja repariert werden. So. Dann gibt es ja welche da beim neuen Gletscherzugang, wo wir schon mal reingegangen sind beim letzten Mal. Dann gibt es noch welche im Gletscher. Oder ist jetzt ein ganz anderer gemeint? Der ganz woanders ist. Also ich weiß nicht. Ich glaube, der auf Rocket Island dürfte nicht gemeint sein. Ist aber halt alles ein bisschen schwer zu sagen, ne? Ich weiß es nicht genau. Hier hat sich auch einiges geändert. Guck mal, die Diesels hier, die passen gar nicht mehr richtig zum Gelände. Ist das hier ein neuer Weg? Das ist auf jeden Fall vor kurzem erst entstanden hier. Hier ist noch gar nichts ausgestaltet. Ich ahne, dass hier diese ganzen Höhlen und so auch gerade noch überarbeitet werden. Ein bisschen... ist noch nicht so wirklich final. Huch, oh Gott. Wo kam jetzt diese... kam das denn jetzt her hier? So, lass mal ganz nach oben auftauchen. Also ich weiß jetzt halt nicht, was sie meint, ne? Also was sie mit diesem... mit diesem Funkmast halt meint jetzt. Sie hätte ja mal sagen können, wo der ist. Also so eine Himmelsrichtung, dass man weiß, welcher gemeint ist. Oder wo der sich befindet, auf einer Insel. Und so. Jetzt, ich meine, ich weiß jetzt zwar grob, was ich machen muss, aber ich weiß nicht wo. Aber vielleicht kriege ich nochmal einen Anruf oder so, man weiß es nicht. Wir können jetzt natürlich nochmal darüber zu der anderen Base. Aber ich vermute mal ganz stark, die zweite Szene, die wird wahrscheinlich erst dann getriggert, wenn wir das gemacht haben, wenn wir diesen Turm sabotiert haben, damit sie dann einfach, ja, damit sie einfach sieht, wir sind ihr wohlgesonnen und dass sie bereit ist, mit uns zu reden. Darum scheint es jetzt ja gerade zu gehen, so ein bisschen. Von daher gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus, und da ist diese Base. Hä, da ist es noch eine? Oder ist es, noch eine? Das ist nicht dieselbe hier oben, glaube ich. Warte mal, jetzt muss ich mal hier... das muss ich jetzt mal untersuchen. Das ist auch viel näher dran jetzt. Und ich komme hier auch nicht hoch. Lass mal schauen, wo ich hier raufkomme. Aber zur Not kann ich mich auch auf die Seebahn stellen, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Es gibt keinen Aufgang hier. Okay, also es gibt offensichtlich mehr als eine neue Base, scheinbar. Oder es ist doch dieselbe. Ich kann es gerade ehrlich gesagt... nee, ich meine nicht. Ich meine, das hier ist nicht so weit weg.
Das ist viel näher dran. Oder? Ich bin mir da jetzt überhaupt nicht sicher gerade. Ich dachte gerade, ich bin doch gar nicht so weit gefahren jetzt gerade, oder? Oder bin ich vorhin einfach nur... Nee, es ist doch dieselbe. Okay, nee, alles gut. Aber mal gucken, vielleicht triggert ja die Szene trotzdem schon. Mal schauen. Wenn ich überhaupt da reinkomme jetzt. Oh Gott, es wird kalt. Komm nicht rein, scheiße, okay. Nein, häng doch nicht fest jetzt. Wo ist meine Dings? Da. Oh Gott, ist... Schnell ins Wasser stürzen, schnell ins Wasser stürzen. Ich sehe nicht, wo ich hinrenne. Ja, ich weiß, schnell ins Wasser, schnell ins Wasser. Alter, war das knapp. Junge, Junge, okay. Offensichtlich war es doch dieselbe. Sah von der Seite hier nur anders aus. Ich bin von der anderen Seite rangefahren, deswegen. Deswegen sah das jetzt so neu aus. Okay, das mit dem... Mehr Temperatur ist schon ganz schön heftig. Ich könnte natürlich mal schauen, vielleicht meint sie auch den Funkmast, der sich in der Startbase befindet. Vielleicht meint sie gar nicht den Funkmast da oben bei Altera, bei der Raketeninsel. Aber auf der anderen Seite, der Funkmast war ja jetzt auch nicht kaputt, oder? Wo ich gerade gescannt habe, da war ja die Platte vorne intakt. Fällt mir mal gerade so auf. Vielleicht sollte ich doch noch mal dahin. Einfach mal gucken. Vielleicht ist es doch der, der gemeint ist. Naja, ich würde sagen, das klären wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Below Zero selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag Spielbär mit AE benutzen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und diese Videos direkt und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen über die Glocke, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Es kommen täglich Videos, also abonnieren und aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Subnautica Below Zero. Bis dann, ciao, ciao!